Wende. So, bisschen was hattet ihr schon gesehen, Abhängigkeit unten, Abhängigkeit oben. Grundsätzlich, wenn wir mit Wänden hantieren oder überhaupt, wenn wir mit Elementen hantieren in Revit, das hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang des ersten Termines gesagt, denkt immer daran, diese Optionsleiste und die Elementeigenschaften, das ist nicht nur zur Dekoration da im Benutzerinterface, sondern diese Dinge sollte man einstellen, bevor man anfängt, irgendwas zu malen. Das heißt, erstmal einstellen, wie hoch soll die Wand eigentlich werden. Dann gibt es hier zum Beispiel sowas wie Basislinie. Damit kann ich festlegen, mit welchem, also die Wand wird ja quasi als eine Art Linie gezeichnet im Grundriss. Und hier kann ich im Prinzip festlegen, mit welchem Teil von der Wand will ich eigentlich auf dieser imaginären Linie liegen, also mit der Innenkante oder der Außenkante oder der Mittelachse. Ich könnte auch direkt mit einem Offset zeichnen, dafür ist diese Versatzeigenschaft und naja, dann gibt es hier noch so ein paar andere Eigenschaften, wie beispielsweise ist eine Wand raumbegrenzend, das wird später wichtig im letzten Teil des Seminars, wenn es wirklich um die Intelligenz oder um die Informationen im Modell geht. Ja, das ist so das Wichtigste zum Malen von Wänden. Außerdem gibt es, und ich glaube, das hatte ich auch schon beim ersten Termin erwähnt, es gibt eine Zeichenrichtung in Revit und das ist im Uhrzeigersinn. Das heißt, wenn ihr euch mal diese zwei Wandabwicklungen anschaut oder diese zwei Wandketten, dann seht ihr, die eine hat ihre Dämmung auf der Außenseite und die andere hat ihre Dämmung auf der Innenseite, was ja grundsätzlich eher besser vermieden wird. Und das liegt einfach daran, dass die eine im Uhrzeigersinn gezeichnet worden ist und die andere eben nicht. Ihr wisst auch hoffentlich mittlerweile, dass ihr solche Probleme mit der Space-Taste wieder in den Griff kriegt, weil ich mit der Space-Taste ja die Orientierung von Elementen verändern kann. Schauen wir mal, wie das in Revit geht. So, ich starte also nochmal das Wandwerkzeug. Ihr seht, ich kann hier einstellen, Höhe, Tiefe und dann kann ich im Prinzip eine Ebene wählen. Ich mag diesen Teil der Optionsleiste nicht, das ist mir eigentlich zu dicht gepackt. Ich arbeite lieber über die Eigenschaften, hier habe ich meiner Ansicht nach einen besseren Überblick, weil ich hier direkt alle Optionen sehe, wie meine Wand hinterher aussehen wird. Das heißt, auf welcher Ebene steht die Wand? Ebene 0. Dann habe ich hier den Versatz unten, damit kann ich im Prinzip nochmal sagen, die schwebt 10 cm über der Ebene oder geht bis 10 cm unter diese Ebene drunter. Und das Gleiche habe ich dann für oben. Einmal hier, bis zu welcher Ebene erstreckt sie sich? Und was ist oben der Versatz? Hätte ich also beispielsweise sowas wie eine Attika, dann würde ich vielleicht hier einfach nochmal ein paar Zentimeter oben drauf schlagen, dass die Wand dann entsprechend über die nächste Geschossdecke, beziehungsweise in dem Fall dann das Dach, hinausragt. Oder eine Wand, die oben in einer Brüstung endet. Auch dafür wäre das ein gutes Beispiel. Grundsätzlich versuche ich eigentlich immer so zu arbeiten, dass ich wirklich von Ebene zu Ebene modelliere. Das hat eigentlich zwei gute Gründe, die wahrscheinlich beide für euch im Studium nicht so super relevant sind. Aber wenn man das Ganze unter einem Büro-Workflow oder im Hinblick eines Büro-Workflows betrachtet, schon erheblich wichtiger sind. Zum einen, wenn ich Wände geschossweise modelliere, habe ich die Möglichkeit, mein Modell quasi auch geschossweise darzustellen oder zusammen oder auch auseinanderzunehmen in der im Rahmen einer Sprengisometrie oder stellt euch vor eine Bauablauf-Simulation, wo sich nach und nach das Gebäude zusammensetzt.
je stärker man so modelliert, wie hinterher auch gebaut wird, desto mehr helfen eigentlich diese Bauteile, den Bauablauf dann beispielsweise zu simulieren. Anderer wichtiger Punkt ist, wenn ich eine Mengenermittlung mache auf Basis meines Modells, dann möchte ich oft auch wissen, wie viel Quadratmeter Wand habe ich eigentlich auf welchem Geschoss? Und das kann ich eben auch nur sehen, wenn ich entsprechend geschossweise modelliere. So, ich mache mir hier die eine Wand gerade weg. Telefon. Und mal mir stattdessen hier ein paar neue Wände hin, die von Ebene 0 bis Ebene 1 gehen. So. Und ihr seht auch, vielleicht mache ich das gerade nochmal, dann seht ihr es wirklich. Wenn ich also hier zeichne, kann ich die Elemente natürlich auch aneinander ausrichten. Im allerersten Skript stehen auch Tastatur-Shortcuts für Objektfang-Modi, die ihr verwenden könnt. Aber in der Regel sowas hier, da helfen eigentlich die visuellen Hilfen hier in der Zeichenansicht schon ausreichend. So, das wäre also jetzt mal eine Wand auf einem Geschoss modelliert. Wenn ich jetzt mal in die Ansicht gehe, dann seht ihr, ich kann entsprechend die Wandhöhe über die Geschossebenen ändern oder über das Anheben der Geschossebenen ändern. Und es gibt auch eine relativ einfache Art, diese Wände jetzt auf ein weiteres Geschoss zu übertragen. Das heißt, ich müsste jetzt im Prinzip mit der Tab-Taste mir die gesamte Wandkette auswählen, kann dann über das Menü ändern, in dem ich mich gerade befinde, hier in den Kopieren-Befehl gehen, das heißt die Wände in die Zwischenablage kopieren und dann könnte ich sagen, okay, das möchte ich jetzt auf ein paar anderen Ebenen auch genau an der gleichen Stelle platzieren. Das wäre dieser Befehl, an ausgewählten Ebenen ausgerichtet. Man könnte jetzt sagen, okay, wir haben das auf Ebene 0 stehen, jetzt hätte ich das gerne noch auf den Ebenen 1 bis 3. Okay. Und dann sollte ich eigentlich hier entsprechende Wände mir erzeugt haben. Da jetzt nicht alle meine Geschossebenen gleich hoch sind, oder ich gehe mal gerade in eine der Ansichten, dann sieht man das besser, überlappt das jetzt hier an der Stelle, weil bei dieser Art des Kopierens wird im Prinzip geht Revit jetzt davon aus, dass ich diese nicht verknüpfte Höhe, also diese Höhe der ursprünglichen Wand, dass ich die erhalten will. Ich müsste also hier mir diese Wände im Prinzip nochmal greifen, mit dem Filter beispielsweise, so, und dann hier einfach den Versatz entsprechend entfernen. Und dann hätte ich im Prinzip wieder Wände, die sich komplett an den Geschossebenen orientieren. Was man, glaube ich, auch ganz gut sieht, wenn man, das mache ich doch besser hier in der Ansicht, wenn man jetzt beispielsweise hier reingeht und sagt, okay, hier möchte ich diese Wand als Attika mit benutzen, dann kann ich sowas eigentlich auch in der Ansicht immer ganz gut anhand der Ebenen überprüfen, wie das Ganze hinterher passt. So, Zeichenrichtung. Nur um das nochmal kurz gezeigt zu haben. Das passiert also, wenn ich die Wand gegen den Uhrzeigersinn zeichne, das ist also nicht das, was wir wollen. Mit der Tab-Taste einmal rein,
anklicken, Space ändert die Ausrichtung des Bauteils. Das sollte sich auf jeden Fall einprägen. So. Über die Wandachsen sollte ich vielleicht auch noch kurz reden, weil es gibt relativ viele Wandachsen, die ich verwenden kann zum Zeichnen. Ich habe also einmal die Wandachse selber, das ist die Achse oder die Mittelachse des gesamten Wandaufbaus. Die Kernachse, das ist die Wandachse oder das ist die Achse der tragenden Schicht. Wie diese Schichten sich unterscheiden, das schauen wir uns gleich auch noch an. Und dann habe ich hier eben Außenkanten der nicht tragenden Schicht, Innenkante der nicht tragenden Schicht, so hier und hier. Und dann tragende Schicht, Außenkante und Innenkante, das wäre dann, ich zoome mal ein bisschen näher ran, hier und hier. So, und je nachdem, was ich hier wähle, also wenn ich jetzt sage, ich würde gerne auf der nicht tragenden Schicht Innenkante zeichnen, dann wird einfach entsprechend anders gezeichnet. Übrigens, wenn euch diese dicken Linien hier stören in eurem Modell, dann könnt ihr einfach den Shortcut TL verwenden für Thin Lines und das damit ausschalten oder auch wieder anschalten. Also das ist einfach so ein Switch, der die dünnen Linien an- und ausschaltet.